Und bei mir ist jetzt der FCL-Assistenztrainer Tommy Weiss, wo wir den Match analysieren wollen. 1:1 gegen den FC Johnston. Das Fazit ganz kurz von dir. Ja, ich denke, es war ein interessanter Match. Wir haben eigentlich von meiner Sicht das Spiel dominiert. Wir sind auch zu Torchancen gekommen. Und sind dann unglücklich nach der Pause 1:0 in den Rückstand gekommen, wo wir nicht ganz aufgepasst haben im Defensivverhalten. Wir haben dann aber nicht aufgegeben, sind weiter ins Torchancen gekommen, nie aufgegeben. Und darum muss ich sagen, dass 1:1 sicher ein ganz korrektes Resultat ist. Also schauen wir uns das Ganze an. 18. Minute, Schuss vom Remo Freuler nach einem Eckball. Ja, wir haben das Spiel eigentlich relativ gut angefangen. Wir haben 16er gesucht, wir wollten Druck machen, wir wollten das Publikum mitnehmen. Und ich glaube, das ist uns nicht so schlecht gelungen. Klar kann man immer besser, aber es war der erste Ernstkampf und auch wieder mal ein Europacup-Match. Das war auch wieder eine gewisse Nervosität, haben wir auch gemerkt. Aber ich denke, wir sind gute Spiele reingekommen. Dann 24 Minuten, 6 Minuten später, Chance Jamir Hücka. Mal schauen. Ja, sehr guter Pass Remo Freuler. Der Jamir sticht die 16er rein, nimmt den Ball perfekt ab. Der Goalie hat dort dann auch eine gute Parade gemacht. Wenn der lange Ecke gekommen wäre, hätte es können 1:0 heissen für uns. Und dann nur eine Minute später, 25. Minute, dort müsste es definitiv 1:0 heissen. Riesiges Pech, ein Sonntagsschuss wäre es von Marco Schneuli. Ja, der Marco ist perfekt im 16er, man kann ihn anspielen. Er dreht den Ball perfekt, also mit dem Rücken zum Goal dreht er ihn gut. Dass er gerade zum Schuss kommt und ist eine riesige Granate mit links. Im Training hat er die auch immer getroffen. Und ich hätte ihm es mega gönnen, wenn der Schuss reingegangen wäre. Dann 34. Minute, weitere Chance, Kopfball von Remo Freuler. Ja, da sind wir wieder am Drücken gesehen. Jamir über aussen, geht er nachher in 16er rein. Ein super Ball. Remo macht es eigentlich auch perfekt. Will den Ball runterdrücken. Der Goalie hat er umgespielt, aber hinten sind leider noch zwei von Schotten gesehen, die die Chance vernichtet haben. Aber ein sehr guter Angriff für uns. 0:0 zur Pause, dann 47. Minute, der grosse Schock für alle. Praktisch eigentlich die erste richtige Chance und 1:0 für Jotten durch McLean. Ja, wir haben gewusst, dass die Jotten eigentlich sehr gut auf stehende Bälle sind. Wir sind eigentlich gewarnt gewesen, aber wir haben jetzt da das Duell verloren. Der Ball springt ja, fast auf den Fuß von dem Schott, geht rein, geht zwischen drei Mann auch durch. Und ich denke, auf der anderen Seite wäre der als Knie hingegangen. Leider 1:0 hinten gewesen, sind wir im Moment geschockt gewesen, aber ich denke, wir haben eine gute Reaktion gezeigt noch eine. Dann 20 Minuten später hat er reagiert, dann ist er rein, der Ausgleich durch Marco Schneuli, 67. Minute. Ja, wir haben mit dem Dario und mit dem Savo Bento gerade zwei Wechsel gemacht, dass wir ein bisschen spielerische Mittel hatten im Mittelfeld, dass wir noch mehr nach vorne spielen können. Der Marco wieder perfekt in 16er rein, mit dem Rücken zum Goal, dreht den Spieler ab, auch eines von seinen Stärken. Der Dario setzt da sehr gut nach. Wenn er nicht nachgesetzt wäre, wäre der Ball gar nicht zum Marco gekommen. Und darum muss ich sagen, ist genial für den Marco. Ein super Einstand, hat uns extrem geholfen für das 1:1. Und ihr habt dann den Sieg gesucht. 70. Minute Schuss von Dario Lescano. Ja, man hat gemerkt, dass er ruck durch die Mannschaft durchgegangen ist. Das Publikum hat uns auch geholfen. Dario, auch ein sehr guter Torschütz im 16er, extrem gefährlich. Und hat da auch ein bisschen Pech gehabt, dass er noch abgefällt worden ist und es ist dort vielleicht noch reingegangen. Und schließlich noch die letzte Chance, die wir uns notiert haben. 83. Minute nochmal der Dario Lescano. Ja, das war ein sehr guter Ball von Oli Boseni auf der linken Seite. Haut sie perfekt in 16er rein. Dario ist im Moment ein bisschen überrascht. Im Training haut er die in einem Anfall rein. Und wenn wir so den Match angeschaut haben, haben wir recht viele Chancen gehabt und man hat nach vorne gespielt. Leider haben wir hinten nicht ganz dicht gemacht, wo wir uns vorgenommen haben. Aber ich muss sagen, dass es für den ersten Match eigentlich ein guter Match war. Und wir denken, wir können mit einem Optimismus auf Schottland fahren. Okay, Tommy Weiss, das hoffen wir natürlich, dass er das noch kehrt in Schottland, beziehungsweise dann nach zwei Spielen zusammengerechnet als Sieger vom Platz gehen. Merci, Tommy Weiss. Bitte, ist gern geschehen. Und soweit also der FCL-Schanztrainer Tommy Weiss. Dann werden wir auch noch hören, was der Trainer Carlos Bernecker zum heutigen
Match sagt. Das hören wir in wenigen Augenblicken hier in der Medienkonferenz.